One Piece Kapitel 1115 zeigt uns wieder Sachen, die uns alle überraschen, und am Ende dieses Kapitels passiert sogar etwas, was die One Piece Community erneut revolutionieren könnte. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, um mich hier zu unterstützen. Es bedeutet mir sehr viel, ich lese jeden Kommentar unter dem Video. In diesem Kapitel geht es genau da weiter, wo es aufgehört hat. Und ist euch mal aufgefallen, in den letzten Kapiteln kriegen wir gar keine Schwenker. Ich finde es sehr gut und das betont nochmal das Pacing von One Piece, dass es jetzt auf Egghead Island weitergeht, und es handelt sich gerade alles um Egghead Island. Wir sehen nichts anderes, was es extrem angenehm zum Schauen macht. Und Vegapunk macht weiter und erzählt einige Sachen noch der ganzen Welt, die gesagt werden müssen. Wobei ich hier sagen muss, ich habe die Rede viel epischer erwartet. Das meiste, was Vegapunk gesagt hat, haben wir uns schon denken können. Es war nichts, was uns als One Piece Community überrascht. Jedoch, wenn man sich in einen Bürger in der One Piece Welt hineinversetzt, muss das wirklich überraschend sein. Stellt euch vor, irgendein Präsident in unserer Welt hält uns jetzt auf einmal eine Rede, dass es Krieg seit 800, 900 Jahren gibt und dass der Meeresspiegel schon seit Jahrhunderten angestiegen ist und dass früher die Welt ganz anders aussah. Das würde uns alle schockieren, sogar so sehr, dass wir es nicht mal glauben würden. Also hier ist die Erzählung von Oda nicht an uns unbedingt gerichtet, sondern um die One Piece Welt aufzuklären. Denn Vegapunk sagt zum Beispiel auch, dass die Poneglyphen alles Historische erzählen, auch alles, was über die Kriege und über den Kampf in dem verlorenen Jahrhundert handelt. Sprich, viele werden jetzt neugierig werden über die Poneglyphe, wissen, was es ist und was es aussagt, und dementsprechend wird es auch vielleicht mehr Forscher geben. Dies wird der Anfang sein, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Denn Vegapunk sagt sogar, dass das ein Krieg zwischen zwei Weltansichten, also Ideen war, aber er nicht sagen kann, wer falsch lag und wer richtig lag. Und das finde ich äußerst spannend. Wieso sagt Vegapunk das? Sagt er das, weil er die Thematik an sich nicht kennt, oder sagt er das, weil er beide Ansichten äußerst plausibel findet? Oda ist ein Genie, und glaubt mir, der letzte Feind in One Piece wird definitiv kein Hau drauf wie Kaido sein. Man muss ehrlich zugeben, auch wenn Kaido sehr cool ist, seine Geschichte sagt eigentlich nichts aus. Wieso ist der Typ überhaupt so böse, wie er ist? Ich denke, Imsama wird ein Bösewicht mit sehr viel Hintergrund sein. Vergleichen wir das mal mit den Bösewichten aus Naruto, wie zum Beispiel Pain oder Madara, die eine wahre und ganze tragische Geschichte haben, ist es in One Piece nicht so ausgeprägt. Aber ich denke, Oda wird den perfekten Deckel für den Topf finden und uns alle überraschen. Er wird sogar eine Geschichte schreiben und zeigen, dass Bösewichte in One Piece sogar sehr stark vertreten sein können. Wenn er es sogar sehr, sehr gut macht, könnte es sogar sein, dass viele zu Imsama halten. Scheint erstmal sehr, sehr unplausibel, weil Imsama der oder diejenige ist, die das ganze Tragische und Schreckliche in der Welt in den Gang setzt. Ich meine, sie tötet unschuldige Menschen. Aber wir sollten abwarten, denn diese Aussage von Vegapunk könnte ein Hinweis an uns alle sein, und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn am Ende könnten wir sogar die Gestalt von Imsama sehen oder erkennen. Sehr cool ist aber auch, Leute, dass wir die Fähigkeiten von Mars und Nosjuro sehen, also von den Gorosei. Es war natürlich irgendwo bestätigt, dass die Königshaki haben, ist ja klar. Charaktere, die 800 Jahre alt sind und seit 800 Jahren mit ihrem puren Willen ein Ziel haben und das durchziehen, können nur königliche Ambitionen haben. Auch wenn es nicht bestätigt ist, dass sie 800 Jahre alt sind, wir können alle davon ausgehen, und Mars nutzt hier sein Königshaki, um mehrere Teleschnecken auszuschalten, was äußerst beeindruckend ist. Nosjuro zeigt auch seine Fähigkeiten, indem er mit einem einzigen Schnitt, mit einer Riesenattacke Punk Records komplett in Hälfte schneidet und somit auch alle Seraphim freisetzt. Was auch ein großes Problem werden könnte, wenn jetzt noch die Seraphim mit am Start sind. Auch wenn die jetzt nicht der Knaller sind, gegen Charaktere wie Lissop oder Brook oder andere sind sie schon echt gut dabei. Die einzigen, die sie so aufhalten könnten, sind halt natürlich das Monster-Trio und Sanji. Hahaha. Und Vegapunk bestätigt hier sogar die Niederlage von Joy Boy. Ich meine, wir konnten es alle denken, dass Joy Boy verloren hat, weil sonst wäre ja Imsama jetzt nicht an der Macht. Aber mit der Niederlage von Joy Boy wurde dem antiken Königreich auch ein Ende gesetzt. Und er sagt hier auch noch, was das Überraschendste ist an diesem Kapitel, was die One Piece Community und die One Piece Welt und Mitbürger
Bürger am meisten schockiert hat. Er sagt, dass die Welt sich extrem verändert hat über die letzten 1000 Jahre und dass der Meeresspiegel über 200 Meter gestiegen ist. Leute, könnt ihr es fassen, was dies eigentlich bedeutet? Im Grunde heißt das, dass alle Städte, die es jetzt in One Piece gibt, entweder schwimmende Städte sind oder die Spitze von irgendwelchen Bergen damals. Also irgendwelche Städte, die damals an der Spitze waren, wie zum Beispiel Wano, haben es gerade noch jetzt geschafft, an der Oberfläche zu sein. In diesem One Piece Globus ist die wahre Welt, die wahre Bevölkerung eigentlich jetzt komplett unter Wasser. Es gibt viel, viel, viel mehr Erde und somit könnten Piraten damals vielleicht gar nicht so existieren. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann noch eine Karte, wie die One Piece Welt damals aussah. Das erklärt natürlich, warum viele kleine Städte auf dem Globus verteilt sind, weil das alles Spitzen von irgendwelchen Bergen waren und alles andere unter dem Meeresspiegel ist. Vegapunk sagt hier sogar auch, dass die Menschen, die Mitbürger, gerade die existieren, in den Fragmenten von diesen Kontinenten leben. Sprich, die Städte, die Inseln waren alle viel größer, aber nur das höchste Level, die höchste Ebene hat es noch geschafft und auch das wird irgendwann weg sein, sagt er, denn seine letzten Sätze sind am überraschendsten. Er sagt, der Krieg ist gar nicht vorbei, der Krieg läuft noch und diese antiken Waffen, die das verursacht haben, werden wichtig sein. Sprich, er sagt, diese 200 Meter werden noch weitergehen und das hat er ja auch bewiesen. Vegapunk muss den Mitbürgern extrem viel Angst machen gerade, denn er sagt, es wird schlimmer. Die ganze Welt wird unter Meeresspiegel sein und damit wird der Krieg auch weitergehen. Und mit diesem epischen Satz sehen wir Imsamas Gesicht auf dem letzten Bild. Klar, hier wird auch erwähnt, dass wir das immer noch im Schatten sehen, aber trotzdem kriegen wir ein Close-Up, was ich sehr merkwürdig und verdammt cool finde. Und das hat mich wieder auf eine Idee gebracht, dass wir jetzt sein Gesicht in Schatten sehen. Könnte natürlich auch sein, dass wir ein bisschen mehr von ihm sehen. Und das bedeutet, warum ich auch in den Titel geschrieben habe, dass wir ihn endlich sehen, wenn man Imsama gezeichnet bekommt, dann wird Oda natürlich nicht nur einen Schatten zeichnen, irgendwo werden die Leute schon wieder Fanarts machen können. Sprich, wir kommen Imsamas Gesicht immer näher, Freunde. Bald ist es an der Zeit, dass wir Imsama komplett erblicken dürfen. Da möchte ich natürlich auch die Frage aufwerfen, wieso macht Oda das, Freunde? Wieso versteckt Oda Imsama die ganze Zeit? Ganze Zeit sehen wir diesen Charakter im Schatten und da frage ich mich, hat das einen bestimmten Grund? Klar sollte man den Endcharakter nicht zeigen, bevor er wirklich relevant ist, aber er kommt ja die ganze Zeit vor. Wieso versteckt also Oda die optischen Charakteristiken dieses Charakters? Und ich denke, das kann viele Gründe haben. Und nein, ich denke nicht, dass es Shanks ist. Es gibt Theorien, dass es Shanks ist, Freunde. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube aber, dass er viel Ähnlichkeit zu Charakteren aus unserer One Piece Welt haben kann. Wie zum Beispiel sogar Ruffy. Man weiß ja nicht genau, wer Imsama ist, mit was und welchen Familien er alles in Kontakt war und verwandt sein könnte. Deswegen eine sehr große Debatte und ich finde, es hat viele Gründe, warum Oda uns das nicht zeigt. Könnte natürlich auch sein, dass er nicht menschlich aussieht und Oda uns diesen Punkt noch nicht geben will, dass ein Wesen die One Piece Welt regiert. Aber wir können gespannt bleiben. Und jetzt möchte ich aber auch, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, warum ihr glaubt, dass Imsama nicht gezeigt wird. Denkt ihr, es hat bestimmt einen Grund oder es ist nur ein Spannungsaufbau von Oda? Oder denkt ihr vielleicht sogar, dass es ein Charakter aus der One Piece Welt ist, den wir eventuell kennen könnten oder seine Familie sogar kennen? Und da bin ich jetzt gespannt. Ab in die Kommentare damit, Freunde. Lasst mal gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Es würde mich verdammt freuen. Lasst uns diese One Piece Reise in Zukunft gemeinsam bestreiten. Das soll es aber erstmal von mir gewesen sein. Peace out, euer Kanista.